Okay, ist doch etwas heftiger hier. Geht jedenfalls heftig zu. Gehen wir hier entlang. Uiuiui. Action. Actionreich. Mal was anderes. Gut, dann gehen wir hier wieder runter. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Wir gehen mal nach rechts. Oh, so viel Abzweigung. Dann weiß ich gleich gar nicht mehr, wo ich bin. Scheiße. Boah, Alter, es ist tief. Ne, das ist Kohle. Ich dachte, ich hätte gerade Tintenfische gesehen. Aber war nur eine optische Täuschung. Mignon. Hey, da war ich doch. Das ist der gleiche Weg, geil. Ich bin im Kreis gelaufen. Gehen wir nach links lang. Ich wette, da unten ist ein Spawner. Ha, ich habe Creeper entdeckt. Krieger in der Ferne, ganz still und stumm. Kriegt jetzt ein paar Pfeile abgedüngst. Ist er weggehauen. Es scheint Wasser über mir zu sein, deswegen werde ich das Eisen nicht abknöpfen. Finde ich ja toll, dass der Krieger sich vor mir versteckt. Hey, ich bin ein guter Kämpfer. Boah, ist hier was los. Ich muss natürlich auch aufpassen, wenn mein Schwert kaputt geht. Das darf's nämlich nicht. Boah, ja. Fliegenpilz habe ich entdeckt. Was haben wir hier? Hindernisse. So, nur ein Hindernislauf hier. Schon wieder Haufen Skelette hier. So. Ich gerade höre. Jetzt kriege ich schon Halluzinationen. Ich habe gerade die Mannschnitte aus Half-Life gehört. Oh. Gut, gehen wir wieder hier hoch. Also wir haben auch teilweise echt verwinkelte Räume hier. Aber gut, wenn wir die Wege ausleuchten können. Scheiß Spinnen.
Mine entdeckt. Beim Hochgraben. Und dahin kommen sie. Jo, das war sehr schlau. Ich habe gerade eben den ganzen Boden da unten geflutet. Da hinten ist noch ein Creeper. Schleicher meine ich. Entschuldigung. Wirken meine Pfeile eigentlich auf ihn? Kommt kaum durch. Der hängt selbst dahin fest. Guck mal, er freut sich schon. Freut sich schon zu sterben, der Kleine. Da ist ja noch einer. Kacke! Wo ist meine andere Waffe? Alter! Oh. Ah, ich muss den Spawner kaputt hauen. Ich hab's geschafft. Mehr oder minder. Ich sehe nichts. Oh, Skelette. Zwei sogar. Belohnung ist Eisen. Davon haben wir jetzt genug. Gut, ich versuche mich hier durchzuwühlen. Das ist nicht ganz so einfach. Boah, was ist hier los? Trinkt jemand aus dem Strohhalm? Das höre ich ganz genau. Okay, wieder ein Teil geschafft. Gehen wir. Ich versuche wieder den Weg zurückzufinden, weil mir bleibt echt kaum Zeit. Denn die Zeit ist schon wieder um. Ich weiß, dass ich von hier aus von hier kam. Headshot. So, was finde ich hier? Nö. Wahrscheinlich nur den Tod, deswegen habe ich das einbarrikadiert. Ich gehe wieder. Ihr habt mich nicht gesehen. Das ist ein Spawner, ich sehe es ganz genau. Ich gehe wieder denselben Weg zurück. Zumindest versuche ich den zu finden. Ne, nicht da lang. Da lang. Genau, hier lang. Hier lang. Das ist der richtige Weg. Ich spüre es. Da ist er noch nicht ausgeleuchtet.
ist das denn für ein Raum hier? Hey, irgendwie kenne ich den. Oder? Ich weiß nicht. Kommt mir irgendwie so bekannt vor, aber auch nicht. Hier sind Leuchten. Leuchten kann nur ich gesetzt haben. Ich bin wieder da am Anfang. Ich bin wieder da, wo ich vorher war. Das darf ich nicht. Ich muss hier entlang. Oje, oje, oje. Wo geht's nochmal nach Hause? Der kleine Mike hat sich verlaufen und möchte gerne nach Hause. Ja, hier nach oben, genau. Das war doch die Stelle. Hier. So, und jetzt hier entlang. Oh, ich kann es schon spüren. Ich komme nach Hause. Ah, hier ist die große Höhle. Dann kommen wir jetzt direkt zum Wasserfall. Oh je. Das wird nochmal mein Grab sein hier. Ich höre Kühe. Das heißt, es kann Tag sein. Ja, es ist Tag. Oh je, Mördermine hat es aber tatsächlich den Namen verdient. Keine Sekunde zu früh. Wir müssen nach Hause. Gut, also wir haben einiges geschafft. Mehr oder minder. Wir haben gute Sachen mitgenommen. Gut, die Sachen haben wir jetzt hinten liegen lassen, die wir aus den Kisten haben. Aber egal. Holen wir später. So, ein bisschen beschleunigen. So, das Eisen klatsche ich mal direkt hier rein. Hoppla. Gut. Ne, Pflastersteine brauche ich noch, danke. Dann mache ich oben einmal kurz das Fenster zu. Alles reinschmeißen. Auch die Pilze. Pilze sind ja eh hier drin. Können wir uns gleich einen Pilzgarten machen? Ja, was heißt gleich? Später. So, Glas. Und es ist fertig. Unser Glasdach. Und wir genießen unseren schönen Sonnenuntergang. Aus unserem Glasdach. Ja. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von dieser actionreichen Folge in der... Und wir haben eine riesige Mine erkundet. Mehr oder minder, wir sind immer noch dabei. Und eine Spalte ist da unten. Die müssen wir absteigen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und... ich denke mal, um Punkt 0 Uhr haue ich auf die Aufnahmetaste. Wie gesagt, also es wird ein Part sein. Pro Tag. Wenn ihr diesen Part jetzt hört, dann wisst ihr es jetzt. Und ich denke mal, ich werde noch eine Folge aufnehmen und dann müsste es auch erstmal gut sein. Dann kann ich mich anderen Projekten widmen. Also ich schätze mal, das ist die vorletzte Folge. Gut. Bis zum nächsten Teil. Oder nächsten Folge oder was auch immer.